Hey! Howdy, grüß euch! Magneto hier am Start. Willkommen beim Sonnen auf dem Acker. Heute mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche. Was erwartet uns hier? Hier ging ein alter Feldweg lang. Wir schauen mal, was die Leute hier verloren haben. Sonnen auf dem Acker. Ich bin gespannt, ihr auch. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr sowas herbekommt, dann natürlich bei Crazy Detektor hier unten verlinkt. Dann kriegt ihr alles, was ihr braucht, auch zum Magnetangeln. So, drittes Signal nach zweimal Schrott. Eine Blombe. Schönes Ding. Was steht denn da? Krieg. Ah, mach's mal sauber. Und wer hier noch rumpiept? Der Treasure Hunter Sachsen. Kurz das mal grob ab. Ja, genau, sag ich doch. Ich glaube, ich lese Krieg. Kommt ins Coinpad. Hier hinten ist auch irgendwas drauf. Irgendein Symbol. Nein. Oh. Klumpen Alufolie. Achtung. 50 Pfennig. Leicht. Sichregen bringt sie. Hast du einen Jahrgang noch am Start? 1921, 100 Jahre alte Münze. Krass. Glückwunsch. Es gibt Münzen hier. Ah, jetzt bin ich natürlich heiß. Verdammt, los geht's. Ich habe auch gerade ein Signal. 56er. Eine findet eine Münze. Und ich. Einen alten Deckel. Hier, genau, ist es jetzt natürlich ein bisschen schwerer gerade zu graben. So, was sagen wir? Okay. Oh, die Sonne kommt raus. Das ist gut. Drückt mir die Daumen. Oh Mensch. Ein Pinsel. Ein Pinsel. Ja, kann man machen. Aha. So, jetzt gehe ich krachen hier. Kollege meint, Schwörschande sagst du, er hat Silber. Was ist das denn? Das ist der Hammer. Hier ist doch irgendeine schöne Verzierung drauf. Mhm. An der Seite nicht, aber. Ist das Silber? Das ist ja cool. Nice! Was hat denn das für ein Signal bei dir gehabt? Ja, ist relativ leicht, ne? Ich hab's nie gedacht. Ziemlich stabiles 67er. Aber es sieht ja in tadellosem Zustand aus, auf jeden Fall. Also null Rost, irgendwas. Ich glaube, du hast Silber gefunden. Das sieht aus wie Silber. Auf jeden Fall. Oder vielleicht so verzinnt. Wisst ihr? Aber das wird dann auch irgendwann schwarz, glaube ich. So, hier tief liegende 65er. Nee, 56er. Draußen. Machen wir einen 55er draus. Ein Stück Bronze. Ist ja interessant. Tja, was kann das sein? Sieht mir danach aus, dass ich nicht weiß, was es ist. Steckt doch irgendwas drin und das ist, glaube ich, keine Erde. Pappelmäßig irgendwie. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare und die Sonne kommt wieder raus. Oh. Traumhaft. Na gut, weiter geht's. Frisch aus der Erde. Ihr seht sie. Schönes Ding. Eine wunderschöne Musketenkugel. Freue ich mich. Und die sieht noch richtig gut aus. Das ist doch ein wunderbares Zeichen dafür, dass es hier noch andere schöne Sachen geben kann. Fetzt! Musketenkugel. Ja. Der Treasure Hunter hier. Ein Knobbel, ein deutscher. Uniformknopf. Schön. Leicht angefressen. Nice. Das klingt nach mehr. Mal schauen. Knopf. Von der Uniform. Es geht in Kugel. So, 62er. Pinpointer rein. Hey, Knopf. Oder Mütze? Ein Knopf. Passend zur Musketenkugel? Wir werden sehen. Da muss noch mehr kommen. Tada! Wer kennt's? Ein Pfennig, DDR. Ein Glückspfennig.
zwar jetzt keine 100 Jahre alt. Münze ist Münze. Es ist eine bunte Mischung. DDR-Pfennige, Musketenkugeln, Armeeknöpfe. Wohl könnte der MVA-Knopf gewesen sein. Piep, piep. Ein Löffel. Ein Löffel. Leider ohne Stiel, Griff oder ein halbes Überraschungsei. Naja, why not? Jetzt haben wir gerade ein Löffelstück und jetzt der Rest dazu. Selbstverständlich Alu und kein Silber. Wir sind hier schließlich beim Magneto, aber trotzdem. Könnte doch fast passen, oder? Was sagt ihr? So, fertig. Naja, nicht ganz. Löffel Nummer 2. Wann kommt das Silberbesteck? 2, ne? Oder das ist die andere Überraschungseischale. Ja, 50er. Ein Stück Knopf. Aber ich denke, es ist ein Stück von einer Patrone oder so. Nichts Besonderes. Schade. So, hier. 64er. Ne, ein Stück Blech. Meins natürlich nicht Silber. Okay, 44er, los geht's. Oh. Okay. Das ist ja wie beim Magnetangeln hier. Das ist von der Acker-Olympiade 1987. Ja, bei der Acker-Olympiade, der ist der verloren gegangen. Ne? Von dem Team der schweizerischen Mannschaft hat diesen Staffelstab verloren und ich habe ihn gefunden. Weiter geht's. So, was haben wir jetzt hier schon wieder Großes? 53er. Vielleicht jetzt eine Münze. Oh, was ist das? Ein Ding. Ist hier wohl? Ne, ist abgebrochen. Also irgendwas konnte man damit wahrscheinlich mal drehen, rumlegen, was auch immer. Irgendwas. Also entweder ist es bloß ein lackierter Draht. Bronze, irgendwas. Gucken wir uns da mal genauer an. Ja. 60, 55, irgendwie so eine Dreh. Eine Tube, irgendwas. Die erste Tube für heute. Ja. Wir wollen das erste Mal, was auch immer drin war. So, das war's heute schon wieder. Mitten sollte auf dem Acker. Fix und fertig. Die Frisur sitzt, drei Wettertaft hat gehalten. Was haben wir gefunden? Wir haben zwei Musketenkugeln. Oder? Fallen mir schon, muss ich sagen. Und ein Knopf. Noch ein Knopf. Eine Bleiblocke. Und eine Münze. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich denke mal 10 Pfennig oder so. Und hier noch was vom Fahrrad. Phänomen oder so hieß das. Von der Hiller AG. Ihr kennt das sicherlich ganz genau, ne? Ja, gut. Doch kein Silber für mich heute. Der Marcel hatte Silber gehabt. Das habe ich euch gezeigt. Das nächste Mal wieder. Und eine ganze Tasche voll mit Schrott. Hier, Löffel, Gedöns hier, was alles dabei ist. Das schicke ich jetzt hier dem Stefan von Crazy Detector. Nein, nicht. Vielen Dank fürs Gucken. Vielen Dank für meine Patreons und die Kanalmitglieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich verabschiede mich damit und sage Ahoi Brause, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!